Probe bekommen? Ich kann heute nicht zur Arbeit gehen, Blackston. Ich kann einfach nicht. Guck dir doch mal diesen Schlips an. Der ist nicht besonders hübsch. Alt. Und langweilig ist der, das geht gar nicht. I have a present for you. Echt jetzt? Wieso das denn? Ich hab doch gar nicht Geburtstag. Einfach so? 'Cause I love you. Pass auf und guck mal. Welchen soll ich nehmen? Was meinst du? Die musst du zu Hause lassen. Aber vielleicht will ich sie tauschen. Oder zeigen. Warum darf ich sie nicht mitnehmen? Weil du weißt, was dann passiert. Wie, was dann passiert? Du wirst sie verschenken. Mach ich nicht. Ich schwör's, bitte. Nope. Leider werden ihr die Schlipse nach und nach von den anderen abgeschwatzt. Könnte ich nicht einen Schlips haben? Von meinen? Das Stück Meins und Deins und Meins greift die Situation auf, die wahrscheinlich viele Kinder kennen. Nämlich, dass sie neue Sachen bekommen haben und die gerne mit in den Kindergarten oder in die Schule bringen. Und dann auch damit leben müssen, dass sie Eifersucht und Neid manchmal wecken und die anderen Kinder auch gerne das haben möchten. Schlips gegen Tapespender? Und zwar den hier. Nein. Oder doch? Nein. Hättest du abgemacht. Getauscht ist getauscht. Ja. Wiederholen ist gestohlen. Oh, hübsch. Der Fisch? Nee, der Schlips. Ja, hübsch, oder? Habe ich von Blackston bekommen. Oh, du Glücklicher. Oh Mann, so einen hätte ich auch gern. Das geht leider nicht. Es geht schon. Jetzt werde ich vielleicht noch trauriger. Dann nimm den hier. Oh, du bist voll fair. Da hatte ich nur noch einen Schlips. Tja. Das war wirklich nett. Haraldsson lernt in dem Stück, wie sie sich die Schlipse wieder zurückholen kann und so für sich selber einstehen kann. Sie lernt, Konflikte auszutragen und durchaus auch ihre Meinung zu sagen, selbst wenn es für die anderen vielleicht etwas unbequem ist. Glaubst du, dass man wenigstens neue kaufen kann? Leider nein. Du musst sie dir zurückholen. Ich? Allein?